Und der hoffentlich auch bald fertig werden wird. So, wir werden jetzt mal gucken gehen, ob wir noch irgendwas an. Ich bin hier sehr, sehr schnell unterwegs, ich weiß. Irgendwas an Schienen haben. Ja, ein paar haben wir noch. Die reichen zwar nicht mal annähernd und der Platz im Inventar wird auch nicht reichen. Dafür werden wir mal eben ganz kurz den hier machen und den machen. So, warum ich keine Level mehr hatte, das kommt davon, dass halt die Welt auf einem Server hochgeladen worden ist und meine Gegenstände musste ich jetzt auch aus einer früheren Map zurückholen, so gesehen, weil ich das Problem hatte, dass ich das nicht wusste und dadurch Erde. Und dadurch durfte ich halt sowas machen, ne? Kohle. Oh, vielleicht nehmen wir noch mal vorsichtshalber mal ein paar Stiggies mit. Die müssen ja reichen. Und dann wollen wir mal loslegen. Wie viel Brot haben wir denn noch? 3 Stück ist vielleicht ein bisschen wenig. Gehen wir auch noch mal nach oben hier, ne? So. Holen uns noch mal 18 so Schenkel. Sehr schön. Und wenn der Gegenstand da weggeht, dann geht er halt weg. Das ist nicht so schlimm. Weil Pfeile haben wir sowieso en masse. So, und hier wird nächstes Mal auf jeden Fall endlich die Treppe gebaut. Naja, was möchte man, will man machen? La 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 la. So, fangen wir einfach mal an, so ein paar Schienen schon mal zu legen. Müsste ja eigentlich alles noch rausgenommen werden. So, Schienen sind alle gelegt. Das ging ja schnell. Und hier fangen wir einfach an, hier weiterhin abzubauen. In diese Richtung so ein bisschen noch, weil das muss ja alles noch auf 3 hoch und 3 breit. Und das wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Vielleicht lade ich mir demnächst mal wieder einen Gast ein, mit dem mache ich dann hier die U-Bahn fertig. Ja, ich mache Debitor nach, ich weiß. Aber das hatte ich vorher schon überlegt, bevor ich seine Folgen gesehen habe. So. Lalala, wenn ich weiß, was ich meine damit, schaut doch mal bei ihm rein. Super geiler Let's Player. Wer ihn noch nicht kennen sollte, ist auch in meinem Kanal verlinkt, obwohl er auch schon 80.000 Abonnenten hat. Ich verlinke ihn einfach, weil er super geil ist. Und so. Ja, dauert jetzt alles zu lange. Was viel schlimmer ist, wir müssen hier überall einen tiefer gehen. Und dieser machen wir jetzt aus. So. Ich glaube, wir können auch alle Waypoints ausschalten momentan. Die sind überhaupt nicht wichtig. Wir laufen jetzt auch einfach nur mal durch. Vielleicht machen wir danach im Rückweg die ganze U-Bahn einen tiefer. Und da war auch noch Gold. Das können wir auch im Rückweg mitnehmen. Und Kohle. Und hier ist auch irgendwo noch unsere Truhe zwischen. Die müssen wir auch noch mitnehmen, weil die ist noch rappelvoll. Aber das machen wir dann auch im Rückweg, wenn wir noch einen Platz haben. Ja. Und hinten bei der U-Bahn sind auch noch Massen an Truhen, die wir noch mitnehmen müssen. Eieiei. Mal ehrlich, solange hier die U-Bahn nicht fertig ist, soll ich dann die Taste P drücken? Und die Taste P erlaubt mir, den Flugmodus einzuschalten, halt den Kirschi-Superman-Modus. Ich würde es machen, wenn ihr das möchtet, um halt hier schnell durchzukommen. Das gefällt mir hier noch gar nicht. Warum habe ich das Schwert dabei? Ganz blöd. Ganz böse. Da hinten ist noch extrem schwatt. Oder es scheint ein Lichtbug zu sein. Die immer noch sehr viel sind. Ich hoffe, dass das auch demnächst ausgebügelt wird in der 1.3. Wäre zumindest mal Zeit. Ah, hier ist die Kiste. Unter anderem noch 39 Diamanten. Ja, so viele Diamanten haben wir noch. Ja. Aber jetzt sage ich mal das Mikrofon an. Ja. Weil sonst hätte ich jetzt alles nachkommentieren dürfen und das wäre ja mal toll gewesen. Toll. Ja, so ist das halt. Na gut, wir werden trotzdem jetzt hier erstmal weiterlaufen und weiterlaufen und weiterlaufen. Und ich drücke mal. Was ist denn jetzt passiert? Ja, ich mache jetzt einfach mal das P gedrücke.
Wie gesagt, sagt mir, was ihr davon haltet. Aber ich denke mir, um halt einfach mal eben, nicht um vom Monster abzuhauen, aber um einfach mal eben von der Station zu kommen, bis wir halt die Möglichkeit haben, das fertig zu haben, um hin und her zu kommen, ist das gar nicht mal so schlecht. Hallo? Lala, ich glaube, da war auch gerade der Wartungsausgang. Weil, überlegt mal, wie lange wir jetzt noch mit dem hier unterwegs sind. Boah. Aus. Überlegt mal, wenn ich jetzt hier so. Mach ich jetzt zu. Das ist mir echt zu gefährlich hier. So. Hier sind ja auch noch Schienen. Da können wir uns gleich mal drum kümmern. Aber bis wir so weit sind, brauche ich jetzt erstmal eine Eisenspitzhacke. Weil ich möchte die Steine, die ich hier haben möchte. Und zwar gibt es hier in den Dungeons ja auch diese Moossteine und die kaputten Steine. Und ich finde, mit diesen könnte man halt sehr geil solche so einen, sag ich mal, so ein, ja, was ist das? So einen Alchemiekeller, nenne ich es jetzt einfach mal, ausbauen. Habe ich mir so gedacht. Ey, hier ist ja noch dunkel. Heilige Scheiße. Ich hasse Minecraft. Ist überall noch dunkel und so. Boah, das war auch keine gute Idee, glaube ich. Die Idee ist voll beschissen. Ohne Flachs. Naja, jetzt bin ich da, jetzt habe ich es auch schon genannt. Bevor jetzt gleich irgendeiner auf meiner Kopie da schon so was baut und dann nachher hochlädt. Wann gerade schon wieder kommt, ne, der nachgemacht. So, werde ich das lieber hier alles mal abbauen. Und gucken, dass ich das mal hinkrieg. Kriege ich ein bisschen Cobblestone auch noch. Das einzig Böse an dieser Idee ist, dass es sein kann, dass hier gleich so Kackviecher rauskommen. Bevor wir halt den Spawner zerstört haben. Aber die sind halt auch in diesen Steinen drin. Warum liegt denn hier ein Eisenhelm? Vielleicht weil ich davon zu viel habe. Von den Eisenhelmen. Eigensammeln? Nö, ich glaube, ich habe mich jetzt da reingeschmissen. So. Ein bisschen gezielt. Wir müssen danach alles wieder dicht bauen und so. Und das auch richtig schön machen hier noch. Ich glaube, wir bauen das jetzt direkt wieder dicht. Bevor wir hier irgendeine Überraschung erleben und ich wieder beim Schreien bin wie ein Mädchen. Mir wurde auch gesagt, ich soll mal Amnesia Let's Playen. Da habe ich gesagt, nee. Ich bin kein Mensch, der irgendwie anfängt, sowas zu Let's Playen, so Horror. Dafür bin ich nicht geschaffen. So, ich glaube, ich würde zu viel rumkreischen dann. Das wäre schon nicht mehr schön für euch. Dementsprechend seid mir nicht böse, wenn ich sowas ablehnen würde. Das heißt, wenn mir dieses Spiel geschenkt werden würde, ich würde es nicht Let's Playen. Ganz einfach. So. Das Gute ist, gerade haben wir zufälligerweise noch solche Stufen dabei. Und dann können wir auch zufälligerweise hier so ein bisschen wieder zubauen. Wir sind deshalb dabei, alles so ein bisschen auszutauschen und so, ne? Aber das ist ja nicht schlimm. Wenn ich jetzt auch mit denen austauschen können, alles. Ah, wisst ihr, was das für eine Arbeit ist? Ich denke mal, ihr könntet euch vorstellen. Wir brauchen von jedem mindestens ein Stack. Mit weniger brauchen wir, glaube ich, nicht hier. Uah, da ist ein so ein Glühwürmchen gewesen. Ey, schon wieder eins? Verpisst euch. Warum ist das schon der zweite? Oh Mann. Oh Mann, ich hasse diese Viecher. Ich hoffe, da kommen jetzt nicht noch mehr. So, wir müssen jetzt erstmal noch
Und ja, das liegt nicht am Lichtlevel. Und zwar sind diese Viecher in den Steinen drin. Und wenn man die zerhaut, die Steine, dann kommen die raus. So, und dafür habe ich zwei Spitzhacken. Also ich denke mal, wenn die zweite Eisenspitzhacke auf ist, haben wir auch genug. Und ich hoffe einfach mal, dass hier nicht nur mehr Viecher rauskommen. Wenn es euch interessiert, wie man auch unter anderem einen richtigen Fail haben kann mit so einem Dungeon, schaut doch mal in die Tukesa-Folge der Staffel 1, in die Tukesa-Folgen der Staffel 1 an. Auf meinem Kanal sind überall ein paar Playlisten von diesen Sachen, die manchmal nicht ganz so gepflegt sind. Dafür müsste ich mich auch mal entschuldigen, weil ich einfach nicht die Zeit habe, um die regelmäßig da reinzusetzen. Und ungerne, wenn ich zum Beispiel einen Tag vorher ein Video hochlade und das dann halt noch auf privat lasse, weil aus irgendeinem Grund ich die Zeit halt nicht habe, das an dem Tag hochzuladen, was auch manchmal sehr nervig sein kann, ganz nebenbei, trage ich das dann nicht unbedingt direkt immer ein. So. Wie gesagt, an dieser Stelle eine Entschuldigung von mir, wenn ihr vielleicht eher ein Playlist-Gucker seid. Es ist wirklich angenehmer, meinen Kanal zu abonnieren und wirklich zu sehen, wenn mal was hochgeladen wird, als in die Playlisten zu gucken. Also, jetzt haben aber mehrere Let's Player, deshalb nachträglich solche Sachen gepflegt werden. Auch bei mir kommen die nachträglich rein. Teilweise. So, hier haben wir schon mal einiges abgebaut. Ich glaube, jetzt müssen wir uns hier mal hinbegeben. Wie gesagt, ja. Dann, ich mag es immer, wenn ihr mir sagt, ob meine Let's Plays besser werden, ob ich damit aufnehmen hören soll, ob es gut ist. Solche Geschichten halt. Wäre interessant, wenn ihr mir das sagen würdet, da ich eigentlich viel Spaß dran habe zu Let's Play. Nur wenn es euch nicht gefällt, dann brauche ich theoretisch gar nicht damit weitermachen. Aber wenn es euch gefällt, wäre es schön, wenn ihr mal einen Daumen hoch oder runter, also hoch geben würdet. Wenn es euch nicht gefällt, gebt ihr natürlich einen Daumen runter. Dann hätte ich aber ganz gerne eine Begründung von euch, warum ihr den Daumen runter gemacht habt, wenn ihr so nett wärt. Wenn es euch gefällt, wäre es auch schön, wenn ihr euren Freunden einfach mal von mir erzählen würdet. Dass ich dann halt sehe, dass dann so ein paar Abonnenten vielleicht dazukommen. Das wäre sehr cool. Und sonstigen, wenn nicht, dann nicht. Nee, so ist das. So, wir werden diesen Raum echt noch komplett umbauen irgendwann, glaube ich. Ich bin bestimmt der erste Let's Player, der anfängt hier so einen ganzen Dungeon aus. Nein, 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 nein. Nein. Weg. Nein. Warum ist da Wasser? Was soll der Scheiß? Naja, ich bin bestimmt der erste Let's Player, der anfängt hier mitten im LP einen ganzen Dungeon auseinanderzunehmen. Ein Dungeon ist gut. Wir nehmen jetzt gerade nur den Portalraum auseinander. Also noch nicht viel. Also ich meine, dass man sich die damals immer, wenn man einen Spawner entdeckt hat, damals hießen ja die Spawner Dungeon, hat man da grundsätzlich immer diese Mo-Stone rausgeholt. Aber eigentlich lagen die im Nachhinein, ich hatte mal 4 oder 5 Stacks und die lagen bei mir immer nur in der Kiste. Ist ohne Scheiß. Die lagen immer nur in der Kiste und haben da rumgegammelt und ich habe da eigentlich nie was mit gebaut. Ich finde, man kann ihnen auch. Ey, willst du mich jetzt verarschen? Wo kommst denn du her? Damit ist diese Ecke auch geschlossen. So, weil ein Creeper will ich hier nicht haben. Sollen wir grundsätzlich mal hier ein bisschen heller machen? So, ich glaube, wir sollten jetzt auch endgültig mal hier weitergehen. Ich hoffe nur, dass hier drunter kein Abgrund kommt. So, nehmen wir den einfach mal hier auseinander, den Dungeon. Coole Geschichte auf jeden Fall hier da. Also ich finde den Dungeon ja doch schon sehr cool. Man kann findet ja hier schon sehr viele Sachen, die man auch eigentlich relativ gut gebrauchen kann. Hier jetzt noch einmal, bitte schreibt mir, ob ich weiterhin den Flugmod zum Hin und Her
Fliegen haben soll. Ich mache das heute jetzt noch einmal und ich möchte es aber, wenn dann, nur so lange machen, bis die U-Bahn, dann würde ich halt auch mit der U-Bahn